Hühner legen Eier und sind dadurch sehr nützliche Tiere. Aber was können eigentlich Schafe? Das sind doch voll nutzlos, oder? In diesem Video erzähle ich euch von meinen Gründen, Schafe zu halten. Hey ho! Neulich habe ich eine Frage bekommen. Dirk Ho schreibt unter anderem: Ich bin mir auch gar nicht sicher, was genau die Schafe einem bringen. Milch, sie halten dir das Gras auf deiner Wiese kurz, Essen, wobei das wohl nur mit den Lämmern ginge. Zeig dich doch mal in deinen Videos und stell dich vor, auch wie du darauf gekommen bist, von der Stadt aufs Land zu ziehen. Darauf geht's mal in diesem Video ein. Erst erzähle ich kurz von mir, dann über Streuobstwiesen und wozu Schafe generell nützlich sind. Und zum Schluss geht's dann darum, für was meine Schafe bei mir nützlich sind. Los geht's! Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Also ich bin wirklich sehr gerne hinter der Kamera und filme meine Tiere. Und außerdem, wie soll ich sagen, ich bin einer dieser nerdigen Menschen. Ich stehe auf Science Fiction, ich arbeite in der IT und deshalb bin ich wohl auch ziemlich sensibel, was persönliche Daten angeht. Deswegen bleibe ich wohl vorerst auch mal dort, hinter der Kamera. Die Tierchen sind doch auch ganz schön anzusehen. Früher habe ich mal mehr am PC gezockt und irgendwann war ich den ganzen Tag vor dem Computer. Und dabei habe ich dann was vermisst. Ich wollte wieder mehr Zeit in der richtigen Welt verbringen, draußen. Zuerst hatte ich dann nach einem Garten in der Stadtnähe gesucht, aber das war schier unmöglich. Und das ist dann der Grund dafür, dass ich wieder zurück aufs Land gezogen bin. Da gibt es viel günstigere Möglichkeiten zum Gärtnern und draußen zu sein. Und dann kamen die Hühner und dann ein Jahr später die Schafe. Dabei bin ich schon auch direkt bei der anderen Frage. Warum Schafe? Das Gras auf Streuobstwiesen muss spätestens vor der Obsternte weg. Sonst musst du die Äpfel im hohen Gras suchen und hast am Ende sicher genauso viele Zecken wie Äpfel. Und deshalb habe ich die Wiese gemäht, mit einer Muttersense. Das war eine Heidenarbeit. Einfacher wäre es natürlich mit einem Mulchmäher. Aber beim Mulchen wird das Schnittgut zerhäckselt. Und das ist für die meisten Schmetterlinge, Bienen und Käferchen tödlich. Kommt also nicht in Frage. Also damit wäre erstmal geklärt, warum ich die Wiese weder mulchen noch mit der Muttersense mähe. Also habe ich nach weiteren Lösungen für das Problem der Streuobstwiese gesucht und bin auf Schafe gestoßen. Bei mir in der Gegend gibt es einige Hügel, auf denen wunderschöne Orchideen und seltene Pflanzen wachsen. Die spektakulärsten sind vermutlich Frauenschuh oder Dipdam. Und auf diesen Hügeln werden Herden mit einer Mischung aus Schafen und ein paar Ziegen eingesetzt, um sie buschfrei zu halten und dadurch die Flora und Fauna zu erhalten. Das ist insektenfreundlich. Also habe ich mich über Schafe und Ziegen informiert, wie viel Fläche die brauchen und welche sonstige Pflege nötig ist. Ziegen fressen auch mal gerne an Obstbäumen und daher war mir die Gefahr zu groß, dass sie die Bäume zerstören. Also habe ich mich für Schafe entschieden, die zwar auch schon viel Wiese wegfressen, aber die Sprosser von den Bäumen, also das Harte davon, das muss ich weiterhin selbst wegmachen. Bei Schafen gibt es wie bei den meisten Nutztieren eine Vielzahl von Rassen, darunter Milchschafe oder Wollschafe, die speziell für die Vermarktung von besonders viel Milch oder schöner Wolle gezüchtet wurden. Für die Haltung in Deutschland spielt das mittlerweile jedoch keine so große Rolle mehr. Die meisten Schafe gibt es, um Deiche oder Trockengrasen abzugrasen und dort Landschaftspflege zu betreiben. Überzählige Tiere, hauptsächlich der männliche Nachwuchs, wird geschlachtet und dann gibt es halt Lammfleisch. Das Fleisch von ausgewachsenen Schafen kann man auch essen, aber gerade das von Böcken hat einen intensiveren Eigengeschmack, den nicht jeder mag. Als Hobbyhalter mit ein paar Schäfchen ist es ein großer Aufwand, an die Milch zu kommen oder mit der geschorenen Wolle etwas anfangen zu können. Gibt es hier Schafhalter, die ihre Schafe melken oder die Wolle spinnen? Schreibt mir dazu mal einen Kommentar. Also für mich persönlich ist der Aufwand ein bisschen zu groß. Ich halte mir ja auch Besorschafe, also die kleinste Schafsrasse Europas. Die sind nicht mal einen halben Meter groß und entsprechend wenig Milch wäre da zu holen. Also lasse ich die Milch den Lämmchen und den Schafnachwuchs verkaufe ich weitgehend. Ich habe aber auch schon mal einen jungen Bock schlachten lassen. So viel zum Thema Lammfleisch. Die Wolle der Schafe nutze ich bisher im Garten als Dünger oder zum Mulchen. Schafswolle enthält viel Stickstoff und Phosphor, Kalium und Schwefel, also lauter Dinge, die Pflanzen lieben. Sie ist also ein nährstoffreicher, natürlicher Dünger.
In manchen Gartenmärkten gibt es auch Schafwolle in Pelletsform zu kaufen. Und neben dem Nutzen als Landschaftspfleger oder als Düngelieferant nicht zu vergessen, sind Schafe auch wirklich coole Tiere. Für mich sind sie nicht nur Nutz-, sondern auch Haustiere. Eine Katze muss ja auch nicht viel können, außer flauschig zu sein. Und das können Schafe mindestens genauso gut. Ich sitze total gerne mit oder ohne Buch bei meinen Schafen auf der Wiese und flausche die Kleinen. An der Stelle ein wichtiger Hinweis: Verwöhne deine Schafböcke nicht zu sehr, damit sie nicht anfangen, aufmüpfig zu werden. Oder kastriere sie rechtzeitig. Du bist der Chef und kein Schaf darf dich anstürmen. Und das werden sie, wenn du dich zu sehr unterordnest. Und wenn du das machst, dann klappt es aber auch wunderbar, bei den Schafen zu sitzen, ohne angebockt zu werden. Und das ist wirklich herrlich. Bei mir ist das so. Meine zwei Hamel kommen fast immer zu mir, wenn ich mich hinsetze. Und der eine legt sich auf die eine Seite, der andere auf die andere und dann kraule ich, während sie wieder keulen und das Ganze einfach nur genießen. Ja, das war's zu dem Thema. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du weißt jetzt etwas mehr über Schafe und deren Nutzen. Schreib mir auch gerne Themenwünsche für weitere Videos in die Kommentare. Wenn ich genug darüber weiß, dann mache ich auch ein Video oder ich informiere mich. Und damit verabschiede ich mich und wünsche dir noch eine schöne Zeit. Mach's gut. Bye.